Herzlich willkommen zum letzten Part Let's Play Pokémon Soul Silver. Hallo Markus, gerade wollte ich Professor Eich in einem Brief benachrichtigen, dass ich etwas habe, das ich dir geben möchte. Ja, was denn, Mr. Pokémon? Hier, schau mal, das hat mir ein Freund aus Höhen mitgebracht. Aus deinem Schrank holst du aus deiner Vitrine ganz vorsichtig. Markus erhält die rote Kugel. Diese Kugel stammt aus einem alten Gemäuer, den man Felsenherzturm nennt, direkt hinter Anemonia City. Aber mittelmäßige Trainer können diesen Ort auf gar keinen Fall erreichen. Deshalb dachte ich mir, du wärst der geeignete Besitzer für die Kugel. Du genießt immerhin Professor Eichs Vertrauen und hast dir auf wundersame Weise den Titel des Champs erarbeitet. Du wirst das Geheimnis um diese seltsame Kugel und den Turm sicher lösen. Davon bin ich überzeugt. Ja, das machen wir jetzt auch. Genau, so geht's weiter. Im letzten Part haben wir den Trainer Rot besiegt am Silberberg. Und all das, was ihr jetzt seht, ist eben erst möglich, wenn man Rot besiegt hat. Erst danach findet man in der Silph-Co den Troy, der einem einen Höhenstarter gibt. Gag Arbor, Flamdi oder Hydropie. Und Professor Eich hat erst dann, nach dem Sieg über Rot, einen Kanto-Starter, Bisasam, Plumander oder Shiggy für einen parat. Hallo Hartwig. Oh, Markus, schön zu sehen, dass dir gut geht. Dir hier über den Weg zu laufen kann eigentlich nur eins bedeuten. Du willst zum Felsenherzturm, richtig? Legenden zufolge wurde der Turm von den Pokémon errichtet, die einst das Meer und das Festland erschufen. Er war einmal echt riesig. Bis über die Wolken hat er gereicht. Aber inzwischen liegt er zu einem Großteil in Trümmern. Der Weg zum Felsenherzturm ist beschwerlicher, als man denkt. Neben der Geheimtechnik zum Überqueren der See wirst du außerdem noch eine Attacke namens Kraxler benötigen. So ist es also. Die Kanto-Arena hast du also auch gemeistert. Dann brauche ich mir wohl um dich wirklich keine Sorgen mehr zu machen. Folge einfach weiter zielstrebig deinem Kurs und glaube an deine Wahl. Boah! Danke, Hartwig, fürs Unterbrechen. Witzig ist, wir waren ja schon mal dort. Wir haben uns ja schon mal umgeguckt. Wir wussten ja den Weg zum Felsenherzturm. Da wusste ich nur noch nicht, was es bringt und was es da gibt. Ja, und erst nachdem man von Eich den Kanto-Starter erhalten hat, den man erst bekommen kann, wenn man Rot besiegt hat, gibt einem Mr. Pokémon die rote Kugel hier in Pokémon Soul Silver. In Pokémon Hardgold wäre es die blaue Kugel. Ganz genau. So geschieht, so sind die Sachen miteinander verkettet. Ich habe ja schon mal erwähnt, ich hätte es halt gerne beendet mit dem Sieg über Rot, aber kann man nichts machen. Hä, warum heißt denn du Timmy? Hä? Hieß du nicht das ganze Abenteuer über Let's Play Markus? Im letzten Part habe ich es erzählt, weil im vorletzten Part der Spielstand für immer und komplett gelöscht wurde. Unser Spielstand wurde, so gut es geht, imitiert und nachgebaut. Wir heißen aber Timmy. Wie derjenige, der es uns aufgebaut hat. Nochmal danke, Timmy. So, da sind wir auch schon. Eigentlich wollte ich das schneiden, aber ich bin zu schnell da. Felsenherzturm. Ich werde auf jeden Fall kämpfen mit meinem getreuen Plumander. So. Wie geht's dir? Schaut Löcher in die Luft. Na sowas aber auch. Da steht hier einfach mal ein Groudon rum. Groudon! Epische Szenen spielen sich ab. Was willst du, hä? Plumander! Mit der passenden Mucke. Plumanders Sprite sieht schön aus. Tut mir leid, Groudon, wenn du nicht im Mittelpunkt stehst. Ich hab mir extra auf meinem Spielstand, ihr erinnert euch, vom lieben Kurt Schwerbälle in Auftrag geben lassen, aber machen wir es kurz und schmerzvoll. So fängt man Crow. Ja, ist so. Ne? Was soll der Geiz? Sollen wir das ungenutzt lassen? Bitteschön. So, und um es jetzt nochmal auszusprechen, ich bin gespannt, ob mir gleich jemand dazwischen gefunkt und aus darüber quatscht. Sein Feuer erschuf einst das Land. Es und Kyokre lieferten sich einen langen Kampf. So viel dazu. Hätten wir das, ne?
Hey, Mann! Das hat mich gerade glatt umgehauen. Dieses Pokémon kommt in der Sage von der Entstehung der Höhlenregion vor, habe ich nicht recht? Das war Groudon. Aber natürlich, jetzt wird mir alles klar. Das muss der Felsenherzturm also von Leuten aus der Höhlenregion gebaut worden sein. Ist nicht gesagt. Aber das hieße ja, in diesem Turm, der die See mit dem Land und dem Himmel verbindet, muss es... Groudon ist also nicht das einzige Pokémon, das in jeder Sage von Höhlen eine Rolle spielt. Allem Anschein nach gibt es hier noch so einige ungelöste Rätsel. Wenn du Groudon einen besonders fähigen Pokémon-Professor zeigst, kann er dir vielleicht weiterhelfen. Tja, ja, die Zusammenhänge sind zwischen diesen Sagen und den Pokémon schier unendlich. In Ordnung, ich hoffe, wir sehen uns irgendwo wieder. Nee, werden wir nicht sehen. Ich erzähle euch gerne, was hier weiter passieren kann, theoretisch. Denn, wie gesagt, in Pokémon Heart Gold trifft man an dieser Stelle eben auf Kyogre. Und wenn man beide hat, da bekommt man halt die blaue Kugel, ne, mit der man Kyogre hier triggert. Wenn man beide auf demselben Spielstand hat, das heißt entweder Kyogre nach Soulsilver tauscht oder dieses Groudon nach Heart Gold tauscht, dann gibt's die grüne Kugel und an der Stelle steht Rayquaza. Das kann ich ja auch mal aussprechen und das ist der Fall. Ich habe nochmal für euch reingeluckt, aber ich, ne, ist klar. Hier haben wir übrigens die Pokémon von Timmy. Psyana, Blubella, gute Wahl. Machomai, Lanturn, kommt mir bekannt vor. Donphan, also ein bisschen exotisch in meiner Welt. Und Panzereron. Das ist, glaube ich, auch ein zuverlässiges, cooles Team. Respekt, Timmy. Könnte er gleich noch mal ein bisschen seine Boxen inspizieren, wer hier noch ist. Ja, random gefangene Pokémon. Ein Mewtwo. Und Box 1. Der übliche Abfall, hätte ich gesagt. Obwohl, da sind so viele Legendäre unten drin. Dann tut's mir fast schon leid, euch Abfall genannt zu haben. Gut. Unser Team ist da. Wir werden jetzt die Rematches der Pokémon-Liga machen. Wolltest du nicht auch die Arena-Leiter-Rematches machen? Ja, darüber reden wir jetzt. Ich hoffe, ich habe genug Items. Wir werden jetzt über alles reden. Ich werde nämlich die... Ach, die haben neue Dialoge, ne? Haben die neue Dialoge? Komm, wagen wir es einfach. Ich guck mal, ob die neue Dialoge haben. Aber ich glaube, die sind nicht so hoch gelevelt wie Rot. Also eigentlich sollte ich von den Leveln her komfortabel aussehen. Willkommen in der Pokémon-Liga. Mein Name lautet Willy. Oh, scheinbar... Nee, die haben keine neuen Texte. In manchen Editionen und Generationen, da reden die neues Zeug. Jetzt gucken wir noch aufs Level. Oh, die haben auch 6 Pokémon. Bronzong. Der Level ist nicht der Rede wert. Freunde, lasst uns reden, ne? Ich möchte einfach nochmal erklären, was ich im letzten Part ausführlich erklärt habe, weil der Spielstand gelöscht wurde. Das habe ich ja eben schon erzählt. Man kann es aber nicht oft genug sagen. Ich möchte einfach nochmal betonen, es gibt niemanden, den diese Umstände mehr nerven als mich. Man kann froh sein, dass wir 78 Parts geschafft haben. Einfach, ich denke mal, richtig vorbildlich gelöst. Alles gezeigt, was das Spiel zu bieten hat. Wirklich alles, Markus? Viele reden schon immer in den Kommentaren darüber und sagen, du musst noch Pokathlon machen. Und ich denke mir so, nee. Es wäre auch schon möglich gewesen, früher das eine oder andere Pokémon zu entwickeln. Aber auch da, durch Pokathlon meine ich. Das sind so Minigames, kann man sagen. Aber da bin ich definitiv nicht interessiert. Da schreibe ich meine Entschuldigung schreiben, ich bin schon 18. Kennt ihr das in der Schule früher, wenn man, sobald man 18 wurde, ich ja nicht, ich war ja in meiner Ausbildung, war ich noch minderjährig. Aber welche, die in meiner Klasse schon 18 waren, braucht nicht das Entschuldigungsschreiben von den Eltern. Die kamen dann zu spät und konnten sich selbst auf den Zettel schreiben, ey, sorry, Herr Klassenlehrer, dass ich zu spät war. LG, der Schüler.
Und genauso schreibe ich meine Entschuldigung schreiben dafür, dass ich den Pokathlon nicht gezeigt habe. Aber ich glaube, sonst habe ich alles gezeigt. Ja, einige lagen mir in den Ohren mit den Rematches der Arena-Leiter. Eine Sache, die mir schon die ganze Zeit richtig an die Nieren ging und wo ich, wenn ihr euch entsinnen könnt, auch vor einiger Zeit gesagt habe, na gut, dann machen wir das halt. Dann machen wir halt diese Arena-Leiter-Rematches. Alle 16 Arena-Leiter von Johto und Kanto finden sich zu bestimmten Tages- und Uhrzeiten an bestimmten Orten, die man sich halt mit Poke-Biggie abklappert. Dann erwarten die einem im Kampf-Dojo in Saffronia City. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ich glaube, so war das. Und das kann man machen. Das ist relativ interessant, da die neue Pokémon haben und so. Aber wie ihr seht, ich lehne auch hier ab. Ich habe gesagt, ich mache das mal. Ich dachte mir, ich nehme die Kraftanstrengung an. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, der Spielstand wurde gelöscht. Das war halt ein Downer, wie ich ihn selten erlebt habe. Ne? Das war halt ein Downer, wie man sich nicht vorstellen kann. Da war mein Tag gelaufen. Wirklich, wirklich, wirklich. Das war der 1. April, als ich das aufgenommen habe. Und ich habe jetzt Ende April erst weiter aufgenommen. Also das komplette Oddworld-Let's Play liegt dazwischen. Zwischen Aufnahmen, zwischen Part 78 und 79. Ja, merkwürdig gelaufen. Es tut mir auch leid. Es gibt vielleicht Leute, die nach Jahren mal sich denken, sie skippen in mein Soulsilver-Let's Play rein und skippen zum letzten Part und denken, was labert er? Ja, Spielstand wurde mitten im Part gelöscht und in einer gut bestmöglichsten Imitation geht's hier zur Sache. Imitation, das klingt so abwertend. Sollten froh sein. Ich wüsste nicht, was ich sonst hätte machen sollen, ganz ehrlich. Wir sollten froh sein. Ich wüsste nicht, was ich sonst hätte machen sollen. Ich hätte irgendeinen armen Tropfen Auftrag gegeben, alles nochmal zu spielen. Aber das wäre nicht so gut gelaufen. Tja. Lass uns davon nicht beirren, denn über 90, ich sag mal 98%, na ja, gut. 95% des Let's Plays liefen wirklich schön, muss ich sagen. Ich hatte schon Hard Gold Let's Played, aber diesmal noch viel ausführlicher, viel mehr gezeigt. Ja, wer jetzt jammert wegen den Arena-Leiter Rematches oder Pokathlon, dann tut's mir leid, dass ich die zwei als Ausnahme sehe. Aber ich habe wirklich so viel erkundet und gemacht und getan und bin sehr zufrieden mit satten 80 Parts. Ne? Satte 80 Parts, dieses schöne Projekt. Wir können auch stolz sein auf unser Team. Natürlich sind die Kämpfe, die wir jetzt gerade sehen, nicht mehr so spannend. Aber, ja, Anachtara, Psychokinese, komm, mach weiter. Ja. Ja, ja. Das sind so Sachen, an die erinnert man sich. Ne? Es gibt andere, wenn ihr euch entsinnen könnt, Let's Play Pokémon Mond, der Kampfbaum mit Domi, wo wir dann zusammen die Trainer weggeklatscht haben mit, ja, ich möchte sagen, mit extrem interessanten Taktiken auch. Und am Ende war es ein Verbindungsfehler, der was? Was hat ein Effentyp? Hat der Unlicht mit drinne? Das wäre ja dann kontraproduktiv. Ah. Und dann einfach nur, weil es hieß, ja, Verbindung klappt nicht mehr, da waren die Mühen von Parts und Parts und Parts umsonst. Und das hat halt genervt. Das Gun-Tank nervt mich jetzt doch ein bisschen. Und er macht das Toxin. Ungeil. Guck mal, trotzdem Levelunterschied wehren sich die Rematches. Ja, das wer das noch weiß, das war ja auch Dramatik. Das war wirklich Technik. Und dasselbe würde ich halt diesmal auch wieder sagen. Die Gründe, das müssen wir auch nochmal aussprechen. Natürlich waren viele Fragen offen, warum ist es passiert, dass dieser Spielstand in Part 78 mittendrin gelöscht wurde. Ich habe halt wirklich ganz regulär den Emulator neu gestartet, wie ich es schon ein paar Mal gemacht habe, als ich gegen legendäre Pokémon, als sie halt down gegangen sind wegen Verzweifler oder irgendwas nicht richtig gelaufen war. Und dann hieß es halt so, passt nicht. Warum? Wir wissen es nicht. Es gibt drei Vermutungen, die ich als die plausibelsten erachte.
Vermutung 1, ich habe ja in diesem Part auch ein paar Items getriggert, 1 bis 2 Items, die es eigentlich nicht gibt und nicht geben sollte, die nicht mal per Event verteilt wurden. Und da haben halt viele der Auffassung, also haben sie viele gesagt und waren der Auffassung, tja, hast du davon, Sachen zu ercheaten, die es normalerweise nicht gibt, für die man eigentlich keine Verwendung hat, muss man auch ganz, ganz deutlich sagen. Aber sie sind da und das hat dem Spiel offensichtlich nicht gefallen, sage ich mal vorsichtig. Das ist möglich, das schließe ich nicht ganz aus. Dann ist die Option, es gibt fehlerhafte Cheats. Als ich danach gesucht habe, Foren und so weiter, auf Englisch etc., haben auch gesagt, es ist nicht unmöglich, dass wenn man einen falschen Cheat benutzt, zum Beispiel einen Hard Gold Cheat für Soul Silver oder umgekehrt, da kann sowas offensichtlich auch passieren. Und das kann ich jetzt gar nicht richtig nachprüfen, ob die Cheats, die ich da benutzt habe, eventuell für die Hard Gold Edition waren. Glaube ich eigentlich weniger. Aber ich kann es nicht ausschließen. Und Möglichkeit Nummer 3. Ich verstelle immer die Uhr. Ja. Ich nehme ja immer abends auf. Und da wäre es in dem ganzen Pokémon Let's Play dunkel gewesen. Und oft mache ich es einfach hell. Ja, da stelle ich die Uhrzeit, obwohl wir schon 22 Uhr haben, auf 13 Uhr, damit es schön hell in der Pokémon-Welt ist. Und das habe ich auch an dem Tag getan, meines Wissens. Das Ding ist nur, ich habe das halt schon andauernd getan. Kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie nicht funktioniert. Aber ich will es nicht ausschließen. Dass ich es irgendwie zu einem Zeitpunkt gemacht habe und der Speicherpunkt war nicht mehr identisch damit und ja, ganz merkwürdige Sache. Ja, was lernen wir daraus? Gefälligst mal öfter Backups. Gefälligst mal öfter Backups erstellen. Von den Spielständen. Ich habe auch nur einmal die letzte Save State habt ihr ja gesehen. Da war ich noch mit Kanimani, Zubat und Onix unterwegs. Und ja. Tja. Normal brauche ich sowas nicht. Normal geht das so nicht. Aber was ist schon normal? Ja, und dann habe ich es auch noch voller Verzweiflung direkt gepostet auf Twitter und alle so, April-Scherz, April-Scherz? Weiß ich natürlich, dass vor allen Dingen Hoffnung war, dass es nicht ernst ist, aber es war ernst und umso mehr hat mich das verletzt, dass mir nicht viele glauben wollten damit. Das, ja, sei es drum, ist passiert, ne? Ja, ja. Also, ob einer dieser drei Gründe dafür verantwortlich war, wir wissen es nicht, es ist aber nicht mehr zu ändern und ich mache mir ungern Gedanken über Sachen, die sich ohnehin nicht mehr ändern lassen. Und, ja, deswegen, darfst du jetzt treffen? Nee, zum Kotzen. Ja, dann hätten wir das Thema hoffentlich abgehakt. Aber das ist nur so ein kleiner Teil dieses Let's Plays und deswegen würde ich einfach mal hoffen und denken, ihr appreciated, was wir sonst so geschafft haben, nämlich eine ganze Menge, richtig viel erreicht und halte das trotz Wermutstropfen gegen Ende hier und da für ein wirklich gutes Let's Play, das halte ich es nämlich. Ich hatte eine Menge Spaß. Ich habe euch das Let's Play anmoderiert, quasi als das letzte reguläre Pokémon Let's Play zu einer Retro-Edition. Und das haben viele so interpretiert wie, wir mit Pokémon Let's Plays auf. Und ich muss einfach sagen, gerade der Anfang, als das Let's Play anfing, war ich extrem positiv überrascht, dass so viele sich für dieses Let's Play interessiert haben. Und da sage ich danke. Das ist natürlich nach 60, 70, 80 Parts so gegen Ende, als ich nur noch langweilige Höhlen erkundet habe, so ein bisschen in die Knie gegangen, das Interesse. Das liegt in der Natur der Sache. Es war länger stabil und das Interesse hoch, als ich jemals gedacht hätte. Danke deswegen an alle Pokémon-Fans. Das bekräftigt natürlich, dass ich natürlich Pokémon Let's Plays nicht den Rücken zukehren werde. Aber ich habe mich ja auch von Beginn an gewählt artikuliert. Ich habe nicht gesagt, ich höre auf mit Pokémon Let's Plays. Zum einen bekommt ihr jetzt zeitnah, morgen wahrscheinlich, ne? Let's Play New Pokémon Snap. Das ist natürlich nicht dasselbe Genre, aber es ist die Welt der Pokémon und ich freue mich sehr drauf. Weiß nicht, wie lang das sein wird. Let's Play Pokémon Snap fürs N64.
waren 7 Parts. Vielleicht wären es 20 diesmal, ich kann es nicht sagen. Da hoffe ich, ihr freut euch schon drauf. Ich bin ein bisschen ehrfürchtig, weil ich weiß nicht genau, was mich da erwartet. Aber ich freue mich auch extrem drauf, auf New Pokémon Snap. Wenn wir mit New Pokémon Snap fertig sind, heißt es auch nicht, dass es damit vorbei ist. Ja. Ihr wisst ja, Ende des Jahres erscheint Pokémon Diamant Perle Remakes. Strahlender Diamant, leuchtende Perle. Ich muss gerade mal überlegen, ob die wirklich so hießen. Ich tendiere, ich sag's zum aktuellen Zeitpunkt, tendiere zur leuchtenden Perle, weil ich halt Diamant schon Let's Played hab, ne? Da sind wir ein bisschen vielfältiger. Aber mal gucken. So, das ist Fakt. Ja? Grafikstil von Diamant Perle Remakes hin und her und Änderungen oder was gut und was schlecht ist, hast du nicht gesehen. Fakt ist, dabei bleibt's, wir zocken's. Was kommt als nächstes? Wer kam denn jetzt? Bruno. Was machen wir gegen Bruno? Ja, auch nach Tara, würde ich sagen, einfach mal. Das wird kommen. Da kommt vermutlich wieder November, wie halt immer Pokémon-Spiele. Und ich werde euch auch direkt ankündigen, dass wir zwischen New Pokémon Snap und Pokémon Leuchtende Perle natürlich noch mehr Pokémon Let's Plays haben werden. Ja, keine Bange. Wenn ich sage, reguläre Let's Plays zu Retro-Editionen, dann bedeutet das Punkt 1, dass neu erschienene Editionen natürlich auch mustergültig und klassisch Let's Played werden. Sprich, Pokémon Leuchtende Perle werden wir so durchnudeln, wie man es kennt. Fängt da schon an hier. Und was noch möglich ist, sind natürlich die guten alten Challenges. Ja, die viele sagen, Markus macht immer Nuzlocke, Randomizer, dies, das. Ich habe auch schon Randomizer auf Twitch gemacht und mit Kristall. Ja. Ah, ich weiß nicht, diese Challenges sind nicht meine Welt. In welcher Welt ich mich eher austoben möchte, sind die gelungenen Hacks. Die deutschsprachigen Pokémon Hacks. Eigene Edition. Es gibt Let's Plays, gerade von Pokémon, die sind bis zum heutigen Tage legendär. Und es gibt zwei, die halt von vielen als ultimativ legendär von mir betrachtet werden, obwohl sie 1000 Jahre her sind. Pokémon Bloody Platin und Pokémon Feuergrün. 2011, 12 und 13. Also Bloody Platin ging so lang. Bis 2012. Und 2013 Feuergrün. Es gibt so viele wunderbare Hacks da draußen. Gut, ich begrenze mich auf die deutschsprachigen. Und ich möchte euch ein paar Sachen näher bringen. Ich habe da schon Kandidaten, wo ich mich sehr drauf freue. Die werden noch nichts mit Bloody Platin und nichts mit Feuergrün zu tun haben, aber eigene Noten haben. Sprich, die nächsten Pokémon-Abenteuer werden kommen. Dass ihr einfach schon mal Bescheid wisst. Wenn ich sage, keine regulären Pokémon-Let's Plays zu Retro-Editionen, dann heißt es doch nur, dass spannendere Sachen kommen, Leute. Und um ehrlich zu sein, schließe ich trotzdem nicht grundsätzlich aus, hinterher betrachtet, dass wir nochmal regulär Retro-Editionen Let's Playen. Ich hab's halt nur momentan nicht im Blick. Am ehesten wünschen sich Leute hart Pokémon Weiß und Weiß 2, obwohl ich Pokémon Schwarz und Schwarz 2 gemacht habe, in einer Qualität, die dieser hier nichts nachsteht. Gut, ich muss zugeben, in Pokémon Schwarz 2 waren die FPS ein kleines bisschen besser als in Schwarz 1, aber das ist so gering. Das fällt dem Laien gar nicht auf, das sollte ich gar nicht erwähnen. Ja, was? Also, wenn ihr wirklich Bock auf ein Einall-Abenteuer auf die 5. Gen habt, ne, sind da die Let's Plays zu Schwarz und Schwarz 2 vorhanden. Aber wer weiß, wie ich in 1, 2, 3 Jahren denke und dann habe ich auf einmal einen Rappel und dann gehen wir halt vor den Gen 5 Remakes nochmal nach Einall. Das kann schon sein. Außerdem hätte ich noch mit Let's Go ein Hühnchen zu rupfen, habe ich gesagt. Nachdem ich Let's Go Pikachu schon vor Ewigkeiten Let's Playte, wäre doch Let's Go Evoli eine feine Sache.
Aber das ist extreme Zukunftsmusik. Vorausgesetzt, YouTube läuft weiter wie die letzten Jahre. Und, ja. Da gibt's gar nicht mehr zu ergänzen, nicht? Fliegen ist besser, Markus. Nimm doch lieber Fliegen. Also, möglich ist vieles. Pokémon Let's Plays der Zukunft. New Pokémon Snap. Danach wird es erstmal ein kleines Päuschen geben. Wir machen nicht eins nach dem anderen. Ich bediene so viele Spieleserien auf meinem Kanal. Und wir haben in letzter Zeit den Klempner und den Blauen Igel zu wenig gesehen, in meiner Erachtung. Und trotzdem kommen die erstmal nicht, weil andere Sachen auf dem Plan stehen. Neues Resident Evil. Miitopia kommt zurück. Mario Golf. Und was nicht alles noch erscheint. Und Mazda 3 Deutsch Patch. Und vieles einfach. Ja, und dann müsste auch schon wieder das nächste Pokémon-Abenteuer kommen, auf das ich mich sehr freue. Tatsache. Deswegen, ja, stay tuned. Aber ich bin halt froh, dass ich jetzt so ziemlich zu jedem großen Pokémon-Main-Abenteuer ein wunderbares Let's Play habe. Zur ersten Gen, wenn es retromäßig sein soll, wisst ihr, empfehle ich euch Let's Play Pokémon Blau. Beste Qualität, wunderbares Team. Das Let's Play zu Pokémon Gelb ist altbacken und nicht empfehlenswert. Die zweite Generation, retromäßig, na gut. Darüber könnte man streiten. Oder ich sag mal, erst die Remakes zur ersten Gen. Feuerrot, Blattgrün, Feuerrot, das alte altbackene Freegatter. Freegatter allgemein empfehle ich nicht, weil das nicht so die Vorzeige-Let's Plays sind. Da steht der Fokus auf anderes. Da redet man nicht mit jedem NPC. Und man selbst kriegt ja, wenn man zockt, nur ein Drittel vom Spiel mit. Das ist auch der Punkt. Deswegen habe ich zu Freegatters nie so eine große Bindung gehabt. Sind halt da, sind halt lustig. Und das war's dann fast schon. Was noch möglich ist, ja, Blattgrün war allerdings. Blattgrün war halt auch dieses GBA-Remake. Das ist auch ein bisschen älter, aber es ist da und es ist anschaubar. Und natürlich die erneuten Remakes, da gibt's Let's Go Pikachu. Das zweite Abenteuer, Gold, Silber, Kristall. Wir haben Gold als Freegatter gemacht und Kristall als Twitch-Projekt. Beides nicht optimal, aber es ist halt Hard Gold und Soul Silver ist halt dasselbe in besserer Grafik. Und Hard Gold haben wir ein okayes Let's Play und jetzt mit Soul Silver, bis auf den gelöschten Spielstand am Ende, eigentlich auch absolut ein wunderbares LP auf die Beine gestellt. Deswegen sehe ich da keinen Bedarf. Die Höhenreise, auch da Rubin, Freegatter, also nicht meine erste Wahl, aber die grafisch aufgewerteten Remakes, Omega Rubin, ein umstrittenes Let's Play, wo meine Lust nicht on peak war in der zweiten Hälfte des Let's Plays, da hatte ich ein bisschen, da wurde ich gezwungen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, so. Das war Gruppenzwang. Alle Let's Playen doch die neuen Pokémon-Spiele, mach du es auch. Aber absolut empfehlenswert, mein neueres Let's Play von vor ein paar Monaten, Pokémon Alpha Saphir. Ja. Also, auch die dritte Region, absolut mehrfach vorhanden und auch in guter, ich sag mal, in guter Variante vorhanden auf meinem Kanal. Die Sinnoh-Reise, vierte Generation, Diamant, Perl, Platin. Manche lieben das legendäre, aber wirklich altmodische Bloody Platin Let's Play. Dagegen setze ich und empfehle ich auf jeden Fall das neuere Pokémon Diamant Let's Play. Shiny Shinox, legendäres Ding. Zu Beginn des Let's Plays, ich komme noch immer nicht drüber hinweg, wie stark das eigentlich war, dass du zu Beginn des Let's Plays ein taugliches Teammitglied als Shiny bekommen hast, das auch noch gut aussieht. Na, ups. Ach, die war. Achso. Ne? Darauf erstmal. Da wisst ihr, was gemeint ist. Ach, die hat Unlicht. Ich denke immer, die hat Psycho, aber die hat Unlicht, ne? Oh, wird das nächste. Was habe ich denn immer? Kampf?
Ach, weißt du was? Impergator spült alles weg. Der Levelunterschied sollte reichen. Ihr seht, ich streng in diesem letzten Part mein Gehirn nicht mehr groß an. Arbeite das jetzt noch ab. Kraftkoloss könnte ich noch einsetzen bei Bedarf. Ja. Und auch ein All, Pokémon Schwarz und Schwarz 2. Das sind auch große Projekte, ne? Die lassen sich nicht mal eben zwischen Tür und Angel fertig abfrühstücken. Da sollte man sich schon ein bisschen Zeit für nehmen. Mal sehen, ob wir das bis zu den Remakes, die bestimmt noch lange Zeit brauchen werden, schaffen. Sechste Generation X und Y. Y zum Release und X neuere Variante. Also beide durch Let's Played ist vorhanden. Siebte Generation, Let's Play Pokémon Mond, Let's Play Pokémon Ultrasonne. Auch mehr kannst du nicht wollen. Und achte Generation Pokémon Schild mit beiden DLCs. Ja. Ich habe bis vor einem Jahr, sag ich mal, habe ich noch ein bisschen geguckt und dachte mir, ja, du kannst mal wieder nach Johto, du kannst mal wieder nach Höhen. Mir war klar, dass ich diese beiden Abenteuer noch machen werde. Ob ich da jetzt die Originalvarianten oder die Remakes nehme, ihr habt gesehen, ich habe mich in beiden für die Remakes entschieden. Und beide waren beliebt. Deswegen würde ich sagen, gar nicht viel falsch gemacht, aber dafür bin ich jetzt erstmal mit dem Groben fertig. Man muss sich immer Ziele setzen und ich finde, ich habe jetzt so ein Ziel erreicht. Und ich habe dieses Let's Play Soul Silver hier eben, wie gesagt, nicht über Biegen und Brechen beendet. Und auch wenn so in der Kanto-Region bei unendlichen Trainern irgendwann denkt man sich halt auch schon so, ach ja, das sind aber viele Trainer hintereinander hier. Einfach nochmal zusammenreißen. Und ich finde, das haben wir ganz gut gelöst. Deswegen hoffe ich natürlich, ihr hattet auch Spaß insgesamt mit dem Gesamtprojekt. Wir hatten coole Kämpfe. Wir waren ja, Alter, als wir das letzte Mal in der Pokémon-Liga waren, ne? Nicht Level 82, wir waren irgendwas mit Level 30. Das war legendär, muss ich sagen. Pokémon-Liga unterlevelt. Irgendwie doch hinbekommen. Spannung pur. Ohne Witz. Das waren sehr spannende Parts. Und halt ausführlich weggefrühstückt. Ich finde wirklich, da kann keiner was sagen. Ich finde wirklich, nee, das habe ich gut gemacht. Technische Probleme, aber hier das Ende. Ja. Also nicht immer auf das schauen, was einen stört, was negativ ist. Einfach mal gucken und sagen, jo, das hast du gut gemacht. Ja, was soll ich sagen, außer danke, dass ihr die ganze Zeit auch da wart, ne? Schafft er nicht zweimal, ne? Das geht zweimal hintereinander? Ich hörte Legenden. Unser Team. Es waren extreme Hürden bei der Teamzusammenstellung. Und hab mir da wirklich am Anfang den Kopf zerbrochen, ob es für euch okay ist, dass ich einen Zubat trainiere. Dass es für euch okay ist, dass ich zwei Wasser-Pokémon im Team habe. Und ihr habt ja gesehen, wie notwendig das war. Und dass der eine Impergator, ja, der hat auch viele Facetten, sag ich mal vorsichtig. Guck mal, Hundemon ist ja auch super. Und der hat halt diesen Eisfaktor, während Lanturn stark Richtung Elektro geht. Ich habe ja mehr den Elektro-Aspekt von Lanturn gebraucht. Und trotzdem war es halt sehr, sehr gut. Muss ich sagen, wenn ich einen Typ hier zweimal haben darf oder empfehlenswert ist, dann war es tatsächlich Wasser. Wir haben es gebraucht. Also wenn ihr wirklich das ganze LP verfolgt habt, dann werdet ihr gesehen haben und bestätigen können, dass es wirklich absolut kein Fehler, sondern wirklich eine gute und richtige Entscheidung war, sowohl Impergator als auch Lanturn im Team zu haben. Das Einzige, wo ich mittendrin gesagt habe, ja, weiß ich nicht, ich muss mal gucken, dies, das. Was mache ich denn jetzt? Ja, bleiben wir beim Eis, wo ich es gerade schon sag. Das Einzige, wo ich ein bisschen am Grübeln war, war eben, vielleicht wäre Psyana besser gewesen als Nachtara. Aber ich bereue nichts.
Das lief insgesamt auch ganz gut. Und auch die Remake-Inhalte von Soul Silver, die bieten halt noch so viel. Nochmals mehr. Also kein Wunder, dass viele Hardgold und Soul Silver so gut finden. So, ich glaube, Siegfried wird jetzt noch mal ein bisschen, dann muss man schon mal ein bisschen gucken, was man macht. Der Champ. Protalander ist ein starkes Ding, du. Aber ich glaube, das Drache-Flug, hat der Flug drin, dann wäre es vierfach, eine Vierfachschwäche. Uiuiui. Memo. Ja. Und so ist es einfach das einzig Gerechte, was wir gerade tun. Ne? Es nimmt ein geordnetes Ende. Und jedem, der da meckert, weil ihm fehlt das oder ihm fehlt das oder ihm fehlt das, kann ich jetzt auch nicht mehr helfen, ehrlich. Wir haben viele schöne Sachen hinter uns. Wir haben viele schöne Sachen vor uns. Aber wenn man in die Gegenwart guckt, Pokémon Soul Silver, das wird auch ein Projekt sein, wo ich später mit Stolz sagen kann, das war eine feine Sache. So. Will der Protalander mir meine AP wegnehmen oder was ist sein Plan? Critical Hit vielleicht? Werden wir mal was anderes probieren, Sekündchen. Ich setze mal Kaskade ein. Entweder haut sie ihn aus den Socken oder hätte er sich in irgendeiner Form geheilt, wäre die zweite Attacke Eiszahn, hätte ihn dann zermürbt. Wäre also nicht in diese Nähe gekommen, der fast Besiegtheit, die gegnerischen Trainer dazu verleiten, Top-Genesung einzusetzen. Also bei Gyarados habe ich noch eine andere Antwort. Ja, und viele sind auch der Auffassung, dass Pokémon Hardgold und Soulsilver sehr schön sind. Ja, allein von der Masse der... Lol, Voltabsorber. Allein von der Masse der Herausforderungen, Arenen, Regionen, aber dass viele sind auch der Auffassung, Pokémon hatte seine Höchstzeit, seine Bestzeit auf dem DS. Ich verstehe das, was die meinen. Diamant Perl ging schon ab und Platin. Dann Hardgold Soulsilver finde ich sogar noch mit noch mehr mit Herz. Sieht einfach sehr sympathisch aus und sehr liebevoll mit Sonnenuntergang und so. Der Kampfbildschirm ist ein bisschen bunter als bei Diamant, Perl, Platin, solche Geschichten. Und Schwarz-2, Weiß-2 setzen halt auch nochmal einen drauf. Wenn das von manchen verhasst ist, finde ich es übertrieben. Ich finde sogar eigentlich diese bewegenden Pokémon, diese Dynamik im Kampf irgendwie cool. Und diese ganzen grafischen Spielereien für DS-Verhältnisse ziemlich cool. Also das ganze Spektrum des DS, ne? Von Diamant bis Weiß 2, sag ich jetzt einfach mal. Das finde ich einfach extrem cool, die DS-Zeit von Pokémon. Aber ja, es ist einfach ein super beliebtes und interessantes Franchise. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen zu erwähnen. Ich habe jetzt einiges abberedet mit euch. Vieles erwähnt. Wenn noch irgendwas übrig bleibt, sehen wir uns in den Kommentaren wieder. Ich habe das Gefühl, ich habe was Wichtiges vergessen. Aber andererseits habe ich mich auch im Kopf und Kragen geredet. In diesem und im letzten Part. Und es gibt nichts mehr zu ergänzen. Es wurde einfach alles gesagt. Auch ein bisschen der Punkt. Der Part heute, der letzte, war nicht spannend. Das war aber auch nicht der Plan. Im Part zuvor, Part 79, da gab es nochmal einen Kampf auf Augenhöhe zwischen
Gold und Rot. Mit seinem Level 88 Pikachu und so weiter. Auch hier wird es gar nicht so unspannend. Das Glurak wehrt sich mit allem, was es hat. Aber es kann gegen so einen, gegen unseren Starter nichts mehr ausrichten. Ihr merkt es, wie ich rede. Das ist auch schon der Mund fusselig gequatscht. Es ist vorbei, ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. Markus gewinnt 15.000 Pokédollar. Du bist stark geworden, Markus. Du bist wirklich sehr stark geworden. Deine Pokémon werden von deinem reinen und aufrichtigen Herzen angetrieben. So bietet ihr euch gegenseitig die Chance, aneinander zu wachsen. Ich will nicht an meine Pokémon dran wachsen. Imperator hat Angst. Oh nein, jetzt haben wir doch glatt alles verpasst. Wenn du doch nicht so langsam wärst, Professor Eich. Oh, hallo Markus, lange nicht gesehen. Du bist ja richtig erwachsen geworden. Dein Sieg hier in der Pokémon-Liga ist wirklich eine fantastische Leistung. Dein Vertrauen und deine Hingabe haben dir auf dem Weg immer Kraft gespendet. Und das sind die Früchte deiner Arbeit. Aber auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an ihren Trainer hat sie all das durchstehen lassen. Herzlichen Glückwunsch, Markus! Dürfte ich den neuen Champ vielleicht um ein Interview bitten? Das wird mir langsam alles ein wenig zu laut hier. Markus, kommst du mal eben mit? Halt, Moment mal, was wird denn jetzt aus dem Interview? Gar nichts. Da kannst du lange warten. Wir sind schweigsame Helden. Ich war schon sehr lange nicht mehr in diesem Raum. An diesem Ort werden die Pokémon der Liga-Champs für alle Ewigkeit dafür geehrt, dass sie ihren Trainern in guten wie in heftigen Kämpfen zum Sieg verholfen haben. Heute werden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs, der immer leidenschaftlich an seine Pokémon geglaubt und an sich selbst stets den höchsten Ansprüche gestellt hat. Komm nun, Markus, lass dich und dein Team hier verewigen. Das sind sie. Die Pokémon, die fürsorglich aufgezogen worden sind von Timmy. OT Markus über Linktausch erhalten? Was? OT Markus über Linktausch erhalten? Warum steht das da? Okay. Scheinbar hat Timmy noch einen anderen Spielstand gemacht und sich so die Pokémon hergestellt. Also falls irgendjemand nochmal auf die Idee kommt, so eine Ruhmeshalle Collection zu machen, so eine Aneinanderreihung all meiner Pokémon-Let's Plays, bitte nutzt es, als wir zum ersten Mal hier waren, weil der Spielstand zwischenzeitlich gelöscht wurde und der Spielstand nachimitiert wurde. Deswegen rede ich hier so unepig, damit es keiner irgendwo reinschneidet. Nutzt das, als wir wirklich unsere Teammitglieder... Gut, da hat sich Magma noch nicht entwickelt gehabt, aber... Nutzt trotzdem das, als man zum ersten Mal in diesem Let's Play die Ruhmeshalle betreten hat. Danke. Ja, das muss erwähnt werden, so viel Zeit muss sein. Da sehen wir sie nochmal in voller Pracht. Ich finde, sie stehen auch super da, ne? Manchmal steht der eine dem anderen im Weg. Aber hier, das ist ein Team, Alter. Doch so schön gemacht, die Wasser-Pokémon nebeneinander, die dicken Brocken links und rechts am Außenrand. Stark. So wird gespeichert, so endet er, der letzte Part dieses Let's Plays, welches sehr interessante Aspekte hatte. Ihr wisst, wovon ich die Gedanken nicht losbekomme. Es sollte nicht trüben, aber es trübt definitiv, unweigerlich, das lässt sich nicht. Wisst ihr, verzeihen ja, vergessen nein. Technik. Zum Let's Play, zu den Spielen der Vergangenheit und Zukunft von Pokémon und meinen Let's Plays und allem drum und dran. Inhaltlich, was uns diesmal erwartet hat und wie ich finde, wie sich das geschlagen hat, habe ich den ganzen Part über drüber geredet. Und ich hoffe, nichts vergessen zu haben. Es ist alles gesagt. Ein schönes Spiel, wirklich schönes Spiel, wirklich schönes Spiel. Ich würde fast wirklich sagen, ohne Witz, das könnte so allgemein gesehen meine persönliche Lieblingsedition sein. Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Ich verbinde extrem viel mit Rot, Blau, Gelb. Auch mit Gold, Silber, Kristall. Okay, ich klammer da Kristall ein klein wenig aus.
Und ich hatte mega Spaß mit Diamantperl Platin seinerzeit. Ja, und alle Spiele, die danach erschienen sind, ab XY habe ich alles zu Release gespielt. Das waren natürlich auch Erfahrungen. Aber wenn man das als Let's Play entdeckt hat, ist es für mich eine andere Sache als... Guck mal, German Version Artwork. Es ist eine andere Sache, als wenn man es als Kind oder früher schon gezockt hat und seine Eindrücke aus jener Zeit schildert und ergänzt. Aber so richtig von der Vollkommenheit, von der Art und Weise, ist wahrscheinlich tatsächlich Pokémon HeartGold und SoulSilver eventuell mein Favorit. Wenn es nicht an der Spitze ist, ist es auf jeden Fall extrem ganz, ganz, ganz weit oben mit dabei. Weil einfach so viel hier drin steckt. Ich mag den DS-Grafikstil. Ich mag alles, was mit dem damit zu tun hat. Und ja, ich mag auch mein Let's Play. Zu Pokémon, Soul, Silver. Und als ich 2013 Pokémon HeartGold spielte, war mir klar, irgendwann werde ich ihn ja gern bringen. Quasi Pokémon Soul Silver. Irgendwann. Wir schreiben jetzt gerade das Jahr 2021 und ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Und ihr dabei wart. Danke euch fürs dabei gewesen sein und bis zu den nächsten Pokémon-Abenteuern. Daumen hoch und bis dann und ciao.